Und da sind wir wieder. Und wie immer ist es so lange her, dass ich nichts mehr weiß. Wir gucken nach Bibi. Hoffentlich kein Albtraum. Nee. Achso, ja. F. Ist müde. Jawohl. So. Wünschen wir mal ein bisschen Glück. Oh, ich sehe aber scheiße aus. Ich gehe noch duschen, oder? Immer gut. Ja, das ist, glaube ich, sogar sehr wichtig. Wir können das aber überspringen. Wir wollen jetzt nicht unbedingt. Ja, die brauche ich jetzt wirklich nicht. Also Granaten lassen wir jetzt erstmal sein. So. Jetzt gucke ich mir nochmal schnell an, was wir überhaupt jetzt vorhaben. So. Aufträge. Ne, das brauche ich nicht. Nein. Das ist noch gar keiner. Okay. Nein, das brauchen wir alles nicht. Ja. Zeit. Ja, gut. Dann müssen wir einfach jetzt nochmal. Ich weiß im Moment nicht mehr, wie es weitergeht. Wow. Okay. Das sollten wir jetzt noch nicht sehen. Oder? Das ist sehr unangenehm. Ja, wir können doch nicht alles überspringen, oder? Hey, Sam. Ich habe wichtige neue Informationen. Jetzt kommt's. Jawohl. Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Okay. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Alles klar. Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren. Sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Okay. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs. Und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Hetzen. Als Alter. Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Unangenehm. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen. Was jemand vielleicht verschleiern wollte. Denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Na, das ist heute jetzt auch so. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das Wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt. Aha. Das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Aha. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation. Aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Tja. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Wow. Trotzdem
machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Okay. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Er ist echt ein guter, was die Frage oder? Aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Das werden wir noch erfahren. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Danke. Wow. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Ach nee. Die Einwohner von Mountain North City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Mhm. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz. Kenn ich. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Habe ich auch regelmäßig. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain North City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Da bin ich. Wurde aber ganz schön zusammengeschnitten, oder? Mhm. Erstmal Bots. Mhm. Boah, Leute. Ihr seid, ihr könnt gar nichts. Schlimm. Ist okay, das war nix. Ja. Okay. Und haben wir welche? Gut. Aufträge für Sam. Antimateriebombe, Mountain North City. Mhm. Da waren wir ja schon, oder? Oh. Nehmen wir. Machen wir zu Fuß. So, dann. Erstmal gucken. Plattenpanzer. Gold. Im Besitz 0. Wow. Mhm. Nein. Nein. Ein Rat, Sam. Ja. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber. Viele Dinge können die Fänge beschädigen. Alter. Werden im Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein katastrophal riesiges. Ja. Dann nehmen wir die doch auf dem... Ach, die ist doch noch schwer. Machen das jetzt einfach. Okay. Auftrag zugewiesen. So,
wir gehen zu Fuß. Was ich mache, ist jetzt erstmal, damit wir uns das alles sparen. Ja. Gut. Eine angenehme Reise. Echt Zeit lassen. Ja, ich würde sagen, wir gehen da lang. Genau. Ich bin, was sage ich immer, sehr gespannt. Da ist da eine Straße? Nein. Da ist eine Brücke. Schnell nochmal gucken. Gut, okay, das kriegen wir hin. Wir gehen ganz vorsichtig. Waffeneinschränkung aufgehoben. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses GD-Zeugs auch. Ja, ne? Können wir vielleicht diesen Dings da benutzen? Das sollte ja eigentlich recht, ne? So, weil demnächst als großes Projekt Cyberpunk kommt, versuche ich jetzt hier tatsächlich mal so ein bisschen durchzupeitschen, sodass wir die gesamte Story kriegen. Eventuell werden wir irgendwann mal Livestreams machen. Komm schon, was ist? Legen wir los. Ja. Okay. So. Hallo. So, die Frage ist, wo geht der hin? Können wir den nutzen? Okay. Machen wir doch einfach mal. Wir haben ja gespeichert. Wo geht das hin? Oh, falsch. Na super. Sonst nichts? Nein. Okay, dann F. Ich verstehe. So. Sollte funktionieren, wenn da nicht so furchtbar viel dagegen spricht. So. Ist hier Fluss oder so? Hier floss doch was. Aber das scheint hier irgendwie beendet zu sein. So, wir machen das so. Ja. Stressfrei wie möglich. Das ist ja auch nicht so weit. Hm.
habe übrigens herausgefunden, dass Mama tatsächlich die wunderhübsche Tochter von Andy McDowell ist. Es gibt ein total abgefahrenes Tanzvideo, sehr stark angelehnt an Weapon of Choice mit also von Fatboy Slim. Das sollte doch gar nicht sein, oder? Da waren hier die. Oh, ja, gut. Sollten wir vielleicht ein wenig Abstand halten. Fuck. Das muss dann so sein. Ist mir jetzt gerade egal, aber ich darf da nicht durch. Wow. So, sag mir bitte, dass das nicht das ist. Warte. Aha. Ja, das ist natürlich ganz doof, aber egal. Gegenpinnen müssen. Mist. Das habe ich vergessen. Aber die sollten nicht schnell genug sein für mich. Nein. Gehen, weil alles andere funktioniert nicht. Das wird nichts, oder? Ich hoffe, ich bin halbwegs richtig. Oh nein, bitte nicht. Okay. Okay, können wir das irgendwo? Kein Alarm. Da Richtung. Dahin. So, naja, komm. Sollen wir es versuchen?
Weil Feuergefecht habe ich jetzt im Moment wirklich keine Lust. Das müsste man verstehen. Bitte, 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 funktioniere. Okay. Haben wir da irgendwas? Warte. Nein, das wollte ich nicht. Mann, immer das gleiche falsch. Darüber. Das ist kacke. Moment, gerade mal gucken. Wenn wir da weiter entlang gehen, dann müsste es doch da diesen. Jawohl, das sollte gehen. Ich weiß nicht, ob das nicht alles völlig falsch ist, wie wir wieder laden müssen. Aber wir laden nur, wenn es schief geht. So, das ist die Frage. Ich glaube, wir gehen da drüber. Sollen wir es da versuchen? Versuchen wir es da, das sieht gut aus. Ach, da, guck mal hier, da ist sogar eine Leiter. Dann ist ja alles gut. Ey! Dann sollten wir das vielleicht nicht machen. Wir gehen da lang. Schnell mal gucken. Wo ist es jetzt da? Das wäre ja richtig, aber wir gehen da lang. Oder? Gehen, das ist besser. Das weiß ich. So, jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Das ist kacke. So. Nee, das geht nicht. Wir brauchen diese Leiter. Moment. Ja. Okay. Wo ist die Leiter? Ich habe sie doch eben gesehen. Na los, bring das hinter uns. Das will ich doch. So, die Frage ist, wie kommen wir an diese fucking Leiter? Wir müssen nicht an die Leiter. Wir gehen hier runter. Mit Gleichgewicht. Alter.